Im Ruhrgebiet war Anfang des 20. Jahrhunderts die Sonne hinter Kohle und Schwefeldunst verschwunden. Anfang des 19. Jahrhunderts lebten hier knapp 200.000 Menschen. 100 Jahre später waren es 10-mal so viele. Wo Kühe weideten, schossen die Schlote in den Himmel. Früher wohnten die Dörfler im Schatten der Burgen. Jetzt duckten sich ihre Siedlungen unter die Schornsteine der Ruhrbarone. Immerhin erkannten einige Unternehmer, dass ihre Arbeiter gesünder leben mussten. Viele Menschen vermissten das Dorf, aus dem sie kamen, den Gemüsegarten und den Stall. So entstanden unter den Zechentürmen neue Viertel, Gartensiedlungen, die an kleine Dorfanlagen erinnern. Zechensiedlungen wie die Teutoburgia im Herner Stadtteil Börnig gehören zu den schönsten im Revier. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, naturnah im Landhausstil, eine Gartenkolonie mit ganz eigener Identität. Eine neue Siedlungsgemeinschaft ersetzte die alte Dorfgemeinschaft. Die Zeche Teutoburgia wurde 1983 geschlossen. Die Siedlung ist heute ein begehrtes bürgerliches Wohnviertel. Die Zeche Zollverein in Essen. Ihr Ende kam 1986. Damals begann für Katernberg der Abstiegskampf. Der Stadtteil war für die Zeche gebaut worden, mit einer Schule für die Arbeiterkinder. Mit Siedlungen wie der Kolonie Hegemannshof. Vier Familien lebten in jedem Haus, im Stall dahinter Ziegen und Schweine. Im Garten wurde das eigene Gemüse gezogen. Das alles stand im Dunst der mächtigen Kokerei. Ein Schicksal, das der Zechendirektor teilte. Auch die Direktorenwohnung lag auf dem Industriegelände. Heute leben in Katernberg über 20.000 Menschen. Aus über 100 Ländern und Kulturen. Die Arbeit hatte sie zusammengeschweißt. Doch ohne Arbeit zerfiel die Gemeinschaft. Katernberg drohte sozial zu verwahrlosen. Das Zechensterben ließ die Menschen verbittert zurück. Dann wurde die Losung ausgegeben, ein Stadtteil macht sich auf den Weg. Kirche und Moschee gingen aufeinander zu. Heruntergekommenes wurde renoviert. Inzwischen ist Zollverein ein Besuchermagnet. Im Ruhrgebiet hat man gelernt, immer wieder von vorne anzufangen. "1945 lag das Revier in Schutt und Asche. Industrieanlagen waren zerstört. Alte Städte und ihre Kulturschätze für immer vernichtet. 13 Millionen Menschen waren ausgebombt und ohne Dach über dem Kopf. In manchen Städten war nicht einmal mehr das alte Straßennetz zu erkennen. Die Menschen brauchten Wohnungen. Anstelle der über die Jahrhunderte gewachsenen Viertel entstanden auf der grünen Wiese kasernenartige Wohnriegel. Ästhetik spielte da keine Rolle. Die offene Zeilenbauweise löste die Blockbauweise der Gründerzeit ab. Der Hausbau ging in Serienproduktion. Deutschland wurde Wirtschaftswunderland. Mit rasch steigender Verkehrsdichte. Ein eigener Wagen als Wohlstandstraum. Für das Auto wurden die Innenstädte hergerichtet. War es im 19. Jahrhundert die Eisenbahn, so schlugen nun Stadtautobahnen wie die Kölner Nord-Süd-Fahrt breite Schneisen durch die Viertel. Die Stadt sollte heller, lichter, funktionstüchtiger werden.
Es wurde in die Höhe gebaut. Beton ersetzte den Stein. Es entstanden Durchbrüche, Achsen, Ringstraßen.